Moin moin miteinander, wir spielen wieder an Epic. So, es geht weiter, mitten in der Kanalisation. Mal gucken, was uns hier so alles erwartet. Ich erwarte das Schlimmste. Klingeling. Oh, Eisschlangen. Eisschlangen ist nicht schön. Oh, die sind auch nicht schön. Die Frösche sind auch überhaupt nicht schön. Brenne, Schlange, brenne. So, gleich ein Überraschungsangriff. Komm her. Na toll. Alter Schwede. Verdammt viel Hitpoints. So. Ich stelle fest, dass ich gerade viel zu wenig auf Fallen aufpasse. Goldax. Du beschützt mich. 25% der Burg sind beleuchtet. Du hast ein Viertel aller Lichter in der Burg gezündet. Was ist denn für ein Schleim? Da kommen Schnecken in die Decke. Das ist ja Link. Die werden bestimmt auf mich herunterprasseln. Welche fiesen Tentakelviecher. So, hier ist wieder Baden verboten wegen Tentakel. Nicht baden, Wasser mit Blutegeln verseucht. Ich muss da leider trotzdem hin, weil der Farn auf der anderen Seite ist. Geronimo! Inventar. Du. Weg mit dir. So. Hüpfen Sie wieder, die Irren. Goldax hat bald keine Energie mehr. Das Gute in der Kanalisation ist, dass ich natürlich blaue Essenzen sammle. Das ist fein, aber mir fehlt hier noch die Korallenkrone und der Dreizack. Ich frage mich, wo ich die herbekommen soll. Naja, Kanalisation ist möglicherweise noch recht groß, ne?
Lassen wir uns überraschen. Wer hat mich da gesehen? Geblickt? Irgendjemand läuft da rum. Eine Schlange. Ich sehe es. Es ist eine Schlange. Oh! Weg hier! Das sind doch ein paar zu viele. Das sind echt viele. Das sind echt viele. Okay. Vielleicht... Was ist vielleicht? Mach mal Feuer frei. Wir haben ja so viele rote Essenzen gesammelt, da können wir auch ruhig ein bisschen... Feuer machen. Feuer unterm Hintern. Jetzt aber gerade nicht mehr. Okay, bald muss es in die Küche gehen und Tränke brauen. Habe ich jetzt alle. Ah, oh, Blutegel. Noch eins. Damit. Blutegel. Das kann weitergehen. Nein, so. Ja, mein Kleiner. So kriege ich dich. Okay, da ist eine Tür, die ich sicherlich nicht aufbekomme. Wo ich nicht einmal hinkomme. Oder doch? Doch. Aber der Weg ist versperrt. Gut. Ah. Ah. Nicht das Ding gleich erwischt. Dieser Schleim. Na, ist er weggegangen oder ist er aber noch da?
noch einen Trank trinken. Hilft nichts. Ja. Was nun? Sprach Zeus. Was tun? Sprach Zeus. Okay, da unten. Irgendwas leuchtet da ganz fies und eine Seeschlange. Okay. Hilft nichts. Wir müssen runter. Geronimo. Korallenkrone. Yes. Das ist schon mal fein. Was leuchtet da unten? So, was bist du? Irgendwas ist passiert. Ah, die Tür hier ist auf. Okay. Feini. Okay. Blöde Igel. So, Krone. Gehört zu deiner Aufgabe. Lala. So, was bist du? Ach, ein Herzchen. Na, gehen wir das Risiko ein? Wir gehen... Goldatz hier. Ah, mach sie alle, alle. Ah, man kann mit Zaubern auch zielen. Hätte ich das mal vorher gewusst. Juhu! Na, ist hier noch was zum Anzünden? Hey Tera, ich habe eine coole Idee. Wie will ich aus meinem Körper kriegen? Selbstmord? Nein, Idiot. Ein Weg, bei dem ich nicht sterben muss. Wie? Was für eine Idee ist das? Erzähle. Als du mich gefunden hast, warst du ein dunkles, nebliges Wesen, richtig? Das ist wahr. Nun, mein Körper hat ein Notfallausgangssystem für Gase. Was? Wie geht denn das? Welcher Ausgang ist das? Ich kann ihn nicht finden. Es ist ein kleines Loch im hinteren Teil. Da, wo meine Beine und mein Körper treffen. Dein Anus? Willst du mich zum Narren halten? Ja, das hintere Auge. Ich denke, wenn ich fest genug furze, dann könntest du aus meinem Arsch fliegen. Sollte ich allerdings zu hart drücken, dann könntest du von einem Kraftfeld eingehüllt werden. Das ist nicht witzig. Ja, ich fand das gerade sehr witzig. Okay. So. Damit ist diese Folge auch schon wieder vorbei. Wir speichern ab. Ja, das war doch richtig. Ja. Wir speichern ab und sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dann!